Hallo und herzlich willkommen zurück bei DickVR. Ich habe beschlossen, ich zeige euch nochmal ein Video, weil mittlerweile, mit dem hat es angefangen, dann kam der, dann der und jetzt habe ich den größten Bagger in DickVR erwirtschaftet. Und das Ding wollte ich euch mal im Einsatz zeigen. Dazu gehen wir in den Wald und arbeiten ein bisschen. Viel Spaß bei dem Video. So, wir sind jetzt im Wald. Der Balu hat geschrieben, wir haben einige Setzlinge, die gepflanzt werden müssen, um mit der Aufforstung zu helfen. Es wäre eine große Hilfe für uns, wenn du das erledigen könntest. Vielen Dank. Na, machen wir doch glatt. Das mache ich mir oben hin. So. Säge den toten Baum ab, das machen wir zuerst. Drei Bäume sind es. Hier kommen dann ja die Setzlinge rein, das muss ich ausheben. Ich habe das ja schon mal gemacht. Ne? So, die Schaufel lege ich jetzt einfach mal hier ab. Schon ein bisschen ungewohnt mit dem riesen Ding. So, eine dritte hier, ne? Stämme packe ich mir gleich mal weg. Die Stämme werde ich mir gleich einsammeln. Die liegen mir sonst nur im Weg rum. Damit euch das nicht langweilig wird, werde ich das mal ein bisschen beschleunigen.
So. Das war der erste Streich. Oh. Ja, ich leg's jetzt nicht richtig drauf. So. Dann werde ich mir gleich mal hier den Hammer schnappen, den brauche ich nämlich auch. Wo ist er denn, der Platz da? Brauche ich mich nicht nur auf die Baggerschaufel nehmen, muss ich alles eben und her, das liegt mal erstmal den kleinen Kram weg. So. Bringen wir das gute Stück zurück. Ich habe meine Baggerschaufel. Ach, die habe ich da hinten hingelegt. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, fünf Setzlinge, also fünf Gräben muss ich ausgeben. Ja, hier kommt eigentlich die Säge hin, aber naja. Dann fangen wir gleich hier an. Ein bisschen zurück. Ja. Immer eine bisschen gelbe Markierung. Hier sind die Setzlinge. Na, reicht noch nicht.
Können wir eigentlich schon das erste reinheben? Komm ich dran? Ja. Und muss natürlich wieder zugebuddelt werden. Ja, letztes Mal habe ich das alle Löcher ausgehoben und dann machen wir mal so. Ich wollte euch ja noch kurz zeigen, den Bagger in Einsatz. Also ich bin von dem Spiel nach wie vor total begeistert. So. Fertig. Das war Nummer 1. Und ich werde jetzt, damit es euch nicht langweilig wird, alles wieder ein bisschen beschleunigen. So, den einen machen wir jetzt hier noch. Es gibt ja noch mehr zu tun, aber ich wollte euch nur mal einen Eindruck zeigen von dem größten Bagger, der hier in Dickwia zur Verfügung steht. 3 habe ich noch, 2 muss ich, den einen machen wir noch. Ne, ich muss noch 3, ne, das wird zu viel für das Video. Das wird euch langweilig. Aber ich glaube, danach sollte es auch, hallo, hier mit dem Auftrag auch gewesen sein. Das war doch was Entspannendes. Also aufpassen, dass mich nicht reinfallen, aber ich muss endlich drüber fahren können. Ja. Geht nämlich auch, dass es Ding umkippt. So, wo ist denn?
Der Setzling. Da ist einer, da ist einer. Hier ist er doch. Naja, jetzt bin ich auf dem Sandhaufen hoch. Irres Gefühl. Ja. Machen wir das Ding noch zu. Wenn der Sand nicht reicht, es gibt überall so die grünen Container, das Aussand drin. Kriegt man einfach raus. Naja, die 9% hole ich mir noch von hier. Also wie gesagt, das geht jetzt immer noch so weiter. Noch zwei Löcher ausgraben und da muss ich, glaube ich, hier noch irgendwas, wo ich den Stein weggemacht habe am Anfang. Ah ne, das war ja auch so ein Setzling. Ich glaube, danach ist es auch fertig. Ich höre jetzt hier aber auf. Hier die zwei müsste ich noch machen. Wunderschön, ja, die Umgebung, wenn man hier die kleinen KIs anguckt, was die so treiben, er steht nur da rum. Was macht er da? Frühschoppen. Ja. Liebevoll gestaltete Umgebung, herrlich. Okay Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben und über ein Abo würden wir uns freuen. Und wir sehen uns wieder hier. Ciao, ciao.